Die First-Class-Kabinen der großen Fluggesellschaften kennen wir doch alle, zumindest aus Zeitungen und oder dem Internet oder Fernsehen. Aber wisst ihr auch, wie es im Inneren der exklusivsten Luxuszüge aussieht? Ich bin so begeistert. Auf mich wirkt so eine Reise mit dem Luxuszug wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wir reisen jetzt an Bord des Venice Simplon Orient Express. Ende der 70er Jahre kaufte der Geschäftsmann James B. Sherwood 17 Originalwaggons des Orient Express aus den 20er und 30er Jahren, die er für 11 Millionen Pfund restaurieren ließ. 23.000 Arbeitsstunden waren dafür nötig und das pro Waggon. Der Zug lässt den Glanz und Glamour der wilden 20er und die Geburtsstunde aller Luxusreisen wieder aufleben. Der Zug verfügt über drei wunderschön restaurierte Speisewagen aus den 20er Jahren und einen stylischen Barwagen, der zum Verweilen einlädt. Und ein Pianist beamt einen in eine andere Zeit. Die klassische Route verläuft mit einer Übernachtung zwischen London und Venedig und bietet atemberaubende Aussichten auf die Landschaften in Frankreich und der Schweiz. Es gibt jedoch auch kürzere Routen von London oder Venedig nach Paris. Während des Jahres werden weitere besondere Reisen angeboten, zum Beispiel nach Budapest, Istanbul, Prag, Wien und Stockholm. Aus dem gleichen Haus ist der Luxuszug Eastern and Oriental Express, der durch die exotischen Landschaften in Singapur, Thailand, Malaysia und Laos gondelt. Ein eigenes privates Abteil ist der ideale Rückzugsort, um die malerischen Landschaft durch die großen Fenster in Ruhe betrachten zu können. Ob in der Kabine oder in der Bar, der Hauch Asiens ist spürbar. Wie bei jedem Zug sind auch hier die Waggons nummeriert. Aber das Besondere dabei, die Zahlenkombis bestehen ausschließlich aus den chinesischen Glückszahlen 2, 3, 6, 8 und 9. Man kann zwischen drei komfortablen und eleganten Abteiltypen, Pullman State und Präsidentensuiten wählen. Alle haben Klimaanlagen, eigene Duschen und Waschgelegenheiten sowie große Panoramafenster. Ein Kabinensteward kümmert sich rund um die Uhr um das Wohlbefinden der Gäste. Der am Zugende liegende Panoramawagen ist tagsüber der ideale Ort zum Sightseeing. Abends trifft man sich hier zu Cocktails und guten Gesprächen mit den Mitreisenden. Ein Teil des Waggons ist offen, sodass man während der Fahrt beeindruckende Fotos schießen kann. Sein Name ist Programm. Mit blauen Waggons gleitet der The Blue Train durch die Landschaft Südafrikas. 1923 fuhr der erste Luxuszug zwischen Johannesburg und Kapstadt und schnell wurden die saphirblauen Waggons als der blaue Zug bekannt. Und eine Legende war geboren. In dem komplett renovierten Zug kommt man sich vor wie in einem 5-Sterne-Hotel auf Schienen, während die ständig wechselnde und atemberaubende, was man sich ja vorstellen kann, Landschaft Südafrikas an einem vorbeizieht, überzeugt der Zug mit einer Kombination aus der stilvollen Eleganz der Vergangenheit und den modernen Annehmlichkeiten der heutigen Zeit. Eine hervorragende Küche, eine Auswahl guter Weine und der freundliche Service lassen die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Steigt ein, wenn der Zug in 27 Stunden 1600 Kilometer zwischen Pretoria und Kapstadt zurücklegt. Golden Eagle Luxury Trains ist der weltweit führende Betreiber von exklusiven Langstreckenbahnreisen. Die Philosophie des Unternehmens ist die Durchführung von komplett begleiteten privaten Bahnreisen für den Abenteuerreisenden, der die Aufregung liebt, fabelhafte und oft abgelegene Ziele besuchen möchte, aber auf Stil, Komfort und Sicherheit nicht verzichten möchte.
An Bord des luxuriösen Privatzuges erwarten euch gut ausgestattete Kabinen mit eigenem Bad, gehobene Küche und elegante Umgebung, ganz gleich, welche Route man sich aussucht. First-Class-Service ist Standard mit einem persönlichen Kabinenservice, der jederzeit verfügbar und immer bemüht ist, alle Wünsche zu erfüllen. Komfort, Entspannung und Genuss stehen an erster Stelle. Mich würde tatsächlich die 15-tägige Reise quer durch Russland reizen. Auf den Spuren der ursprünglichen Trans-SIP-Strecke mit einem Abstecher in die Mongolei. In Moskau geht es los und nach über 10.000 Kilometern und einer Reise durch 7 Zeitzonen endet die Reise in Wladiwostok. Mit rund 15.000 Euro pro Person ist die Reise nicht gerade ein Schnäppchen, aber ganz sicher unvergesslich. Gäste genießen während der Fahrt im Belmont Royal Scotsman durch Schottland eine persönliche und private Atmosphäre. Der elegante Aussichtswaggon ist Treffpunkt für alle, die entweder Gesellschaft lieben oder einfach nur die Landschaft durch die großen Panoramafenster bewundern möchten. Wie schön muss das sein, auf den weichen Plüschsofas sitzend, mit einem guten Glas Whisky in der Hand, die beeindruckenden Schlösser, Dörfer und Schluchten an sich vorbeiziehen zu sehen. In den Schlafwagen gibt es 15 Zweibettkabinen, 3 Abteile jeweils mit einem großen Doppelbett und 4 Einzelabteile. Natürlich, alle Abteile sind stilvoll und elegant eingerichtet und haben ein privates Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Hochwertige Körperpflegeprodukte dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und täglich gibt es neue Handtücher. Damit die Gäste auch wirklich durch nichts gestört werden, bleibt der Zug nachts auf einem ruhigen Abstellgleis oder in einem Bahnhof stehen. Bei einem Preis ab 2.895 Euro für 2 Nächte kann man das natürlich auch erwarten, oder? Ich bin wirklich schwer begeistert von den Zügen und den Reisen und ich habe mich bisher mit der Art dieser Reise so gar nicht beschäftigt, aber das werde ich jetzt definitiv ändern. Denn vielleicht bekommt man auch mal eine Reise für den etwas kleineren Geldbeutel. So, habt einen schönen Sonntag und eine tolle Woche. Bis bald. Adieu.